Und jetzt sind wir so gut wie am Schluss unserer Kundgebung und ich möchte unbedingt noch die Katharina Roland zu Wort kommen lassen. Bitte. Danke dir. Ja, ich hatte vor, euch auf eine Reise mitzunehmen, eine Reise vom Verstand in euer Herz, weil ich glaube, dass die Transformation, die wir auf dieser Erde brauchen, eine Transformation ist von einer Identifikation mit unserem Verstand hinein in unser Herz, in unser Fühlen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir Teil eines lebendigen Ökosystems sind und dass unser Immunsystem gestärkt wird, wenn wir erkennen, dass wir in uns eine unendliche Kraft tragen, ein unendliches Potenzial und unendliche Liebe. Und da hätte ich euch gerne auf diese Reise mitgenommen und euch das mit dem wunderbaren Jürgen Solis, der extra aus dem Burgenland angereist ist, um mich zu begleiten. Aber ich habe dieses Märchen aufgenommen. Und ihr findet dieses Märchen unter Das Märchen von der abenteuerlichen Reise der Kinder des Lichtes auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach Hause kommt und dieses Märchen anschaut, weil dieses Märchen wird euch zeigen, was für wunderbare, lichtvolle, wie auch der Samuel gesagt hat, es ist das Licht in uns, an das wir uns erinnern müssen. Und ihr werdet in diesem Märchen auch eine Idee davon bekommen, was die Seite, die vergessen hat, dass sie das Licht ist und die das Licht in ihrem Herzen eingesperrt hat, was die versucht mit uns zu machen und nicht erst seit März, sondern seit Hunderten von Jahren. Und es gibt Prophezeiungen, die sagen, dass 2012 ein jahrtausendealter Zyklus zu Ende gegangen ist, ein Zyklus, der Kali-Yuga genannt wird, das heißt im meinem Gefühl nach fürchterlich und es ist gleichzeitig wundervoll, weil wir müssen die Schatten ans Licht bringen und es sind Jahrhunderte alte Schatten und Jahrhunderte alte Verbindungen, die jetzt aufgedeckt werden und ans Licht kommen und wir können diese große Transformation in uns bestärken, indem wir auch unsere eigenen Schatten konfrontieren, indem wir sagen, wow, ich habe Freunde, ich habe Verwandte und die glauben dran, dass es ein tödliches Virus gibt. Und es ist ein Riesenspalt und ich kann damit nicht umgehen. Wir können alle damit umgehen und wir können auch sie in unser Herz nehmen und verstehen und diese Brücke überqueren. Und jetzt ist die Polizei wahrscheinlich wirklich so, dass sie uns wirklich gerne von dieser Bühne hätte. Und ich danke euch und ich möchte noch sagen, mit mir ist Michael Jordan, der heute auch gesprochen hätte. Er ist elektrosensibel und beschäftigt sich mit Bäumen, wie die 5G und andere Elektrosmog, da steht er. Die Bäume langsam sterben lässt. Und ihr könnt quasi mich, Michael, auch hören. Es gibt ein Video, das wir gemeinsam haben, das steht auch auf YouTube, das heißt Smart oder Leben. Und es ist auch dramatisch, aber es zeigt euch die Lösungen und es zeigt auch, wie genau. Wunderbar und wir sind. Das ist eben, was ich angekündigt habe. Es gibt unter uns Menschen, die haben Lösungen. Die sind nicht nur gegen etwas, die haben wirklich schon die Visionen und die Lösungen. Ich danke allen fürs Kommen. Ich danke der Polizei, dass wir hier noch verlängern durften. Sie haben es geduldet. Es ist jetzt niemand heraufgesprungen. Und wer immer jetzt auch kommen mag um 15 Uhr als nächste Demo, ich biete denen an, nach einem kurzen Gespräch, wenn es mit meinen eigenen Werten vereinbar ist, dass die hier auch noch sprechen dürfen. Gut, mit unserem Equipment werden wir sehen, wer kommt. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass eben um 15 Uhr eine nächste Demonstration angesagt ist. Vielen, vielen Dank, Wien. Und wir holen das nach, was wir heute versäumt haben. Bis bald. Die Geschichte heißt, ich bin gerade gefragt worden, das Märchen von der abenteuerlichen Reise der Kinder des Lichtes ist auf YouTube zu finden. Dankeschön. Danke dir.